Ist es wahr, dass Zeit und Raum nicht wirklich existieren? Kann man das erfahren? Angenommen, du bist hier, aber du hast keinen Körper. Ob dieser Satsang 2 Stunden oder 2 Jahrtausende dauert, wäre das für dich von Bedeutung? Nur weil du einen Körper hast, 2 Stunden. Glücklich. Wenn du keinen Körper hättest, das ist für 2000 Jahre, was ist das Problem? Also nur aufgrund deiner Körperlichkeit existiert Zeit, nicht wahr? Nur weil du eine physische Struktur hast, existiert Zeit in deiner Erfahrung. Wenn da kein physischer Körper wäre, was ist Zeit für dich? Dasselbe gilt auch für den Raum. Wenn du keinen Körper hättest, welche Kleidergröße würdest du brauchen? Minus. Minus? Nur weil es einen Körper gibt, Raum, nicht wahr? Wenn du keinen Körper hättest, wie viele Leute könnten wir zum Satsang in dieser Halle haben? Ist da eine Obergrenze, frage ich? Nein. Nur weil du mit deiner physischen Natur identifiziert bist, ist also Zeit und Raum eine Wirklichkeit für dich. Andernfalls würde beides nicht existieren. Ist es also ein Konzept? Es ist kein Konzept, es ist eine Realität der Existenz. Können wir es erfahren? Alles, was real ist, kann erfahren werden. Selbst Unwahrheit kann erfahren werden. Wisst ihr das? Es passiert. Auf so viele Arten passiert es, nicht wahr? Dinge, die nicht wahr sind, sind wahr in deinem Verstand. Da gibt es ein klassisches Beispiel in der yogischen, diese Sache, in den Yoga-Sutras selbst. Patanjali selbst benutzt das Beispiel. Angenommen, wir nehmen ein Seil und werfen es auf dich und sagen, Schlange. Plötzlich, alles, was mit dir geschehen würde, wenn eine Schlange auf dir gelandet wäre, würde dir widerfahren, obwohl es nur ein unbelebtes Seil ist. Du könntest sogar an einen Herzinfarkt sterben. Ja. Sogar Unwahrheit, das, was nicht existiert, kannst du erfahren. So ist die Schönheit der Schöpfung. Selbst das, was nicht existiert, kannst du erfahren. Warum sollte dir die Fähigkeit verwehrt werden, das zu erfahren, was tatsächlich existiert? Du kannst es definitiv. Es ist nur, dass du dich ein kleines bisschen abkoppeln musst von deinem persönlichen Unterhaltungsprogramm. Das heißt, das, was nicht existiert, dominiert jetzt gerade. Dinge, die im Universum nicht existieren, geschehen in deinem Verstand und sie gehen vor sich, als ob es eine Realität wäre. Es sind nur schlecht gemachte Filme, die ablaufen, das ist alles. Was in deinem Verstand passiert, ist nur schlechtes Kino, nicht wahr? Nicht gut inszeniert. Wegen deines Beschäftigtseins damit kommt also diese Frage auf, können wir Realität erfahren? Realität ist die einzige Sache, die du erfahren kannst, ist es nicht so? Aber die Schöpfung ist so großzügig, sie ist gewillt, dir zu erlauben, sogar das zu erfahren, was nicht existiert. Fantastisch, nicht wahr?